Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Ladder Live. Mal schnell hier in-game. Zack. So. Einer mit? Nein. Einer mit. Was war mein Gegner? Natürlich ein Zerg. Gott. Ich wollte hier nicht direkt am Anfang. Codierung überlastet. Okay, ich glaube, das liegt aber daran, dass meine Festplatte gerade noch starten musste, denn mein Computer hat sich gerade lautstark zu Wort gemeldet. Schreibe morgen eine Mathearbeit. Das tut mir natürlich sehr leid für dich. Hier in Niedersachsen wird morgen keiner eine Mathearbeit schreiben. Denn die haben heute alle Ferien gekriegt, wie ich lautstark gehört habe. Naja. Ich leider nicht, bei mir geht es ja jetzt bald erst los mit den Klausuren. Okay, Hedge First, das heißt, es muss uns hier nicht zu sehr Sorgen machen, dass wir hier nicht vernünftig gewollt haben. So. Zack. Direkt ist bei euch. Ja, das wurde mir ja auch angezeigt. Codierung überlastet war da gerade. Das lag daran, dass meine Festplatte, auf die ich aufnehme, noch starten musste. Und das hat dann den Stream auch ein bisschen durcheinander gebracht, glaube ich. So sollte eigentlich jetzt alles wunderbar laufen, hoffe ich. Auf jeden Fall gehen die verworfenen Frames nicht mehr hoch. Das sieht doch ganz regulär aus, so. So, was machen wir denn jetzt? Eigentlich müssten wir vorne nochmal weiter wallen, ne? Naja, wie wir das genau machen, müssen wir uns noch überlegen. Okay. Diese erste Pile haben wir ja massivst deplatziert. So. Tage hat morgen seinen letzten Arbeitstag. Dann wünsche ich dir viel Spaß im Urlaub. Zack. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So, wir schauen nochmal nach, ob hier irgendwie ein Roach-Push auf uns zukommt. Noch sehen wir gar nichts. Pool ist durch. Speed Upgrade. Der nimmt aber weiter Gas. Ist ja nicht mehr so wie früher ein absolutes Indiz, dass ein Push kommt. Früher war das ja... Oh, jetzt habe ich selbst den so blöd platziert. Meine Güte, ich kriege das heute aber auch echt nicht gut hin. Eure Mineralien reichen nicht aus. Nein, oh, jetzt habe ich die Dinger nicht gekriegt. Noch läuft's hier nicht. Ich hoffe, das reguliert sich gleich ein bisschen. Zack. Da kommen auf jeden Fall schon die ersten bösen Dinger. Um mich hier schon mal zu bestrafen. Ja, darfst gerne weiter mit eingreifen, Mothership Core. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, wir können das hier überhaupt nicht zumachen, ne? Das ist ja echt ein Witz. Ein ganz, ganz großer Witz. Naja, was soll's. Machen wir mal jetzt hier ein bisschen was Außergewöhnliches. Wir haben immer noch keine dritte gesehen bei unserem Gegner, überraschenderweise. Was ist denn der Overlord hin? Der ist doch irgendwo hingeflogen, oder nicht? Naja. Was soll's, werden wir jetzt so schnell nicht rausfinden. Der Feind greift eure Sonden an. Okay. Kann ich mit leben. Nach unten aber auch ein Teil gebaut, ne? Ja. Warp Gate ist durch. Baut jetzt schon ein Overseer. Ne, ein Drop Lord. Oh, das ist nicht gut. Einen Drop Lord. Sich jetzt hier wieder. Löst. So. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken?
So, naja. So halb. Teleportation erfolgreich. Für die Ehre. Siravec, Kreien. So, wir mussten natürlich jetzt auf jeden Fall unsere Tarnung aufgeben mit den Phoenixes, aber ich glaube, das ist nicht ganz so wild. Upgrade abgeschlossen. Drei und drei. Hier ist alles okay. Ihr benötigt mehr Vespin. So. Brauchen dringend mehr Gateways. Und wir müssen jetzt mal mit den Phoenixes irgendwie vorne reinfliegen. Nicht gut. Aber auch nicht so wild. Hätte jetzt mit Schlimmerem gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehne mich nach dem Kampf. So. Wir haben echt viele Volkana Natural. Das müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Aber das können wir jetzt wunderbar dafür nutzen, hier hinzufliegen. Sie brechen durch. Das ist jetzt erst seine dritte, die im Bau ist. Sie brechen durch. Hydroden hat er. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Nee, hier ist seine dritte. Alles klar. Das hätte mich auch sonst ein bisschen sehr überrascht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wäre merkwürdig gewesen. So. So, mehr Phoenixes bauen wir jetzt auch gar nicht erst. Dafür habe ich zwischendurch einfach zu wenig gebaut. Zack, zack, zack. So, und jetzt müssen wir mal langsam hier ein bisschen seriöser spielen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Denn das geht ja auf keine Kuhhaut, was ich hier heute hier fabriziere. Eure Mineralien reichen nicht aus. Zack, zack. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Mal wieder ein paar Mal zack sagen. Dann läuft doch alles direkt viel besser, wenn man immer zack sagt. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. So, Storm ist durch, das ist doch schon mal klasse. Haben wir eine Rufe? Ich fürchte nicht, ne? Ganz schön viele Pilots übrigens. Vielen Dank für den Follow an Original Die Jones. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. So. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Können wir auch vorstellen, dass wir jetzt hier in Richtung Lurker gehen oder beziehungsweise mein Gegner halt. Dazu habe ich jetzt leider so überhaupt gar nichts. Ihr habt bereits alle. Das heißt, da sollten wir vielleicht auch mal eben was gegen bauen. Kann ich aber jetzt nicht. Habe ich kein Geld für. Heides, wo ist er? Wurde ihn gebaut? Dort unten. Nicht genügend Energie. Ich füge mich. Ich vernahme. Damit hat er aber ganz schön viel jetzt gerade rein donated. Mein Leben für Ajur. Unnötigerweise. Mein Leben für Ajur.
Verstärke Psi-Netz. Wir stellen uns. Das war ja mal merkwürdig. Unsere Gedanken sind ein Energie unzureichend. Wo bleibt denn mein Mothership-Core? Nicht mein Mothership-Core, mein Warp-Prisma. Hallo, klapp dich doch mal aus. Mein Leben für Ajur. So, hab ich noch Storms eigentlich? Kaum, ne? Nicht so gut. Euer Upgrade ist nun bereit. Wie hier fallen ich mich. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. Ziehen uns mal wieder zurück. Ich hab zu wenig Gateways, eindeutig. Ich gebe gerade meinen Sieg außer Hand, das ist nicht gut. So. Ich muss ein bisschen aufpassen, wirklich, dass ich jetzt nicht meinen sicheren Sieg außer Hand gebe. Weil eigentlich hat mein Gegner alles dafür getan, dass er das Spiel verliert. Aber ich tue jetzt auch gerade nochmal alles dafür, das Spiel zu verlieren. Wir sind uns nicht ganz einig, wer dieses Spiel denn jetzt wirklich verlieren darf. Und wer nicht. So. Könnte übrigens noch ein Mutter-Switch kommen. Jetzt irgendwie im Gefühl. Dafür reicht euer Bespielgas nicht aus. Mein Leben für Ajur. Wie? Teleportation erfolgreich. So. Verwendet. Wir sind die Klingen, Ayu. Ihr habt bereits alle. Mein Leben für Ayu. Der Kampfesruhm wird unser sein. Mein Leben für Ayu. Jetzt habe ich den echt überleben lassen und bin nicht mehr weggekommen. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für so. Ajur. Dieser Geysir ist menschlos ausgebeutet. Er kann euer Upgrade ist nun bereit sein. Ich fühle jetzt echt mich. Pushen? Eure Mineralien reichen nicht aus. Mein Leben für Ajur. Meine Aufgabe. Eure Sonden brauchen Schutz. Sie das nicht mehr. Glaubtet ihr tatsächlich, der Feind greift eure Sonden? Was ist das für ein merkwürdiges Spiel heute? Hier schon wieder. So, ich brauche wieder mehr Gas. Okay. Oder er geht einfach mal raus aus dem Spiel. Warum? Weil ein Hydro denn nie. Wobei, Hydro den hatte er ja doch noch. Was hatte ich rausgenommen? Bailing Nest. Hm. Tja, merkwürdiges Spiel zu Beginn, würde ich mal sagen. Aber naja. So, wir schauen mal nach, was im Chat so abging. Hier wohnt in Niedersachsen und ich in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber hilft mir ja nichts. Ich habe ja auch keine Ferien. Ich muss ja Klausuren schreiben. Ferien habe ich erst im September.
So. Ich dachte, Nergo will wieder anfangen mit Zerg zu spielen. Wo hast du denn diese Information her? Die ist ja mal völlig außer Luft gegriffen. So. Naja, GG. Sehr schön. Zweite Partie. Ist auch direkt am Start. So, ein Terraner steht an. PVT. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ein guter Käfer, ne? Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Das ist unser Gegner. Boah, das erinnert mich an Hitze. Weil Sonne gleich Hitze. Das ist nicht gut. So, was war der Terraner, ne? Alles gut. Zack. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. So. Oh, was ist das denn hier? Bonshore online, Heroin online, Nergorix online. Für wen entscheide ich mich? Ja, schwierige Frage. Skilltechnisch müsstest du dich natürlich für Heroin entscheiden. Das ist ja nach dem gehen, der auf dem Stream am meisten schwitzt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich nehme mal an, dass Heroin, da er das professionell macht, vielleicht eine Klimaanlage hat. Dann wäre es nicht er. So. Der Bonschermann könnte auch eine Klimaanlage haben. Ich weiß es nicht. So, wir fahren doch immer mal nach Hause. Das ist hier alles Quatsch. Ein Terraner, der ganz normal Standard-Opening spielt. Kein Proxy-Kram. So ist das doch. Sehr schön. Sonne gleich Kälte. Das wage ich zu bezweifeln. Ich bin ein Formel-1-Auto. Oh, ich habe vergessen, meinen Nexus zu nehmen. Das ist nicht so geil. Ja, das war klar, dass das kommen muss. Oh, jetzt fahr dem doch hinterher wenigstens. Ihr müsst zusätzliches Gas nehmen. Hier drauf. Heilen, nicht verschlafen. Wobei brauchen wir eigentlich nicht direkt. Pass doch auf, ihr braucht mehr Vespingas. Mein Leben für Ajur. Ihr benötigt mehr Vespingas. Oh, komm, wir brauchen dringend. Jetzt kommt gleich der erste Reaper und wir sind tot. Oh, es ist traurig, dass ich gerade eben das vergessen habe. Dass das immer noch getroffen hat, ist schon heftig. Ehre den Dalai Lama. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Vorwärts. Niemand kann uns aufhalten. Euer Nexuspunkt wird angegriffen. Oh nein, da war der Surround möglich und ich habe ihn nicht genutzt. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Wo werden wir? Gebt uns einen Auftrag. Na komm, jetzt fall doch endlich. Dimensionalstränge abgestimmt. Pass doch auf. Sollte vielleicht. Ne, kann ich gar nicht. Ist egal. Ist egal. So, 3 Kills immerhin, trotz Willomine. Und eigentlich müsste ein Follow-up All-In spielen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Machen wir auch. Zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Orakel empfangsbereit. Eure Mineralien reichen nicht aus. Zack. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien ab. Wir sollten keine Idle Worker haben. Nicht bei unserem niedrigen Probe Count. Ich verstehe. Nein. Eure Forschung wurde abgeschlossen. Sich hier in den Bunker. Vielleicht wäre es ratsam, mehr Pylonen heranzuwarfen.
Och, kommt. Hallo, wie oft muss ich denn da draufklicken, damit ihr euch bewegt? Das kann nicht funktionieren, was ich hier gerade probiere. Aber egal, wir müssen ja irgendwas machen. Ja, ihr solltet auch rumstehen. Das ist genau das, was unser Plan ist. Übrigens viel in Scans investiert. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Ich denke, wir können noch mal versuchen, uns zu recovern. Nach diesem Push. Aber wahrscheinlich sind wir eh schon tot. Eure Sonden brauchen Schutz. Oh, sind die langsam. Der Feind greift eure Sonden an. Ernsthaft? Das reicht nicht. Wird ausgeführt. Ich Koda Anai. Sonden brauchen Schutz. Boah, dumme Probes, fahr da doch nicht immer rein. Mein Gott. Dumme Probes, hört auf damit. Hab ich bei The Void Race verloren? Ja. Natürlich. Warum auch nicht? Komm mal. Mein Gott. ...15 Kills unterwegs. Das Zeitfenster ist. Eure Arbeiter müssen mehr Männer rein. Euer Nexus-Punkt wird angegriffen. Boah, das ist viel. Soll ich das denn jemals abwehren? Eure Mineralien reichen nicht aus. Zumal ich ja überhaupt keinen Tech irgendwie habe. Ehre den Dai Lam. Muss auch irgendwie eigentlich eine dritte nehmen. Aber wie soll ich das schaffen? Das läuft in diesem Spiel nicht. Und das liegt alles nur daran, dass ich am Anfang halt... oder es fing damit an. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass ich trotzdem noch... gerade 15 Kills gegen den Liberator gekriegt habe. Aber trotzdem, der Kern der Sache liegt daran begraben, dass ich am Anfang den Chat mal wieder gelesen habe. Ich sollte damit aufhören. Anfang eines Spiels. So begegnen wir unserem Schicksal. Klar kriegt er den. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Das läuft ja alles für unseren Gegner. Baut zuerst mehr Mineralien. Erneut diene ich. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ehre den Dai Lam. Eure Mineralien reichen nicht aus. Bautz, Mineralienfeld erschöpft. Zack. Was wünscht ihr? Hatten wir so. Auf jeden Fall der Widow meins. Ihr habt bereits. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. Abgeschlossen. Die Erstgeborenen werden auf Siegen. So soll es geschehen, den Dai Lam. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Wo ist denn eigentlich... Habe ich keinen Observer gebaut?
Hallo, bau den doch mal. Das läuft nicht. Das läuft einfach nicht. Müssen wir Mineralien abbauen. Verstärke sie. Fühlt uns. Ich bin hier. Eure Sonden brauchen Schutz. Boah, und diese Liberator. So, jetzt reicht's aber hier. Liberator. Das muss ich jetzt nicht mehr antun. Mein Gott, das habe ich ja echt schlecht gespielt. Aber gut, passiert. Du vergisst uns immer. Ja, leider nicht. Ich sollte euch vergessen. Ich sollte einfach streamen, ohne den Chat zu beachten. Ich glaube, dann wird es besser laufen. So. Zack. Ich benutze das Oracle war schon lange tot. Gegen die Widow Mine hätte ich das nicht benutzen können. Aber ist ja schon wieder der gleiche. Na gut, jetzt werde ich mich mal darauf konzentrieren, den hier auf jeden Fall zu besiegen. Denn machbar war es in auf jeden Fall. Ich muss nur daran denken, hier diesmal nicht zu viel Quatsch zu machen am Anfang. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Zack. Eure Versorgung ist unzureichend. Und ich muss dringend mal hier Alarak ausstellen, den kann ich auch nicht mehr ab. Da muss ich mal zwischen den Folgen jetzt dran denken. Ich hoffe, dass ich das tue. Oh, ich muss das vielleicht mal hier hinstellen. Steht es auf der Kippe, das ist nicht gut. Die Wasserflasche sollte nicht auf Kippen stehen. So, ich hoffe, wir können jetzt expandieren. Ansonsten würde ich diesmal den Nexus vorne nehmen, einfach. Auf dieser Map wäre es okay. Wäre nicht gut, aber wäre okay. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien haben. Eure Mineralien reichen nicht aus. Aber brauchen wir gar nicht. Diesmal blockt er uns hier nicht. So ein Schwachsinn. Mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Gucken wir mal, ob wir geproxied werden. Oder müssen wir eben hier noch einmal einen Pylon bauen, nicht, dass wir den vergessen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Nee, nicht das gleiche nochmal. Das wäre schlecht, wenn ich das gleiche nochmal machen würde. Das wäre unsinnig. So, eben nach Proxy Barracks gucken. Aber ich nehme mal an, dass er denkt, er sei besser im Makro, was ich ihm nicht verübeln kann nach dem letzten Game. Von daher geht er wohl nicht schießen. So. Zack. Da spielt auf dieser Map kein Reaper, aber ich denke mal schon. Der macht für mich nicht den Eindruck, als würde er irgendwas ändern bei seinem Spielziel. Ehre den Dalai Lama. Niemand kann uns auf. So. Eben gucken, ist das WWF irgendwo? Ich glaube nicht. Die Schlacht war C-Netz aufgebaut. So. Die Erstgeborenen werden auf Siegen. So, ich leite mich um. So, so. Problem ist, dass wir auf dieser Map nicht unseren Mothership-Caller so schön hinstellen können, wie wir das sonst machen. Deshalb stellen wir dafür die jetzt mal ein bisschen nach vorne, damit wir ein bisschen Zeit zur Informationsfindung haben. So, so zumindest der Plan. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien. So. Bau zuerst mehr Mineralien ab. Zack. Robo dorthin. Wir sollten jetzt gleich weitere Gateways uns holen. Das
bisschen warten, bis der Pylon durch ist. Ah ja, ich muss auch darauf achten, dass ich in diesem Match meine Pylons hier wunderbar gerecht gegenüber Liberator hinstelle. Aber da müssten wir wahrscheinlich noch mehr für haben. Das sind noch zu wenig, die wir aktuell haben. Aber ich will nicht zu viel auf einmal bauen. Wir haben schon so viel. Supply frei. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So. Eure Mineralien abbauen. Zack, was war das? Aluminium. Eigentlich können wir das schon machen. So. Bau zuerst mehr Mineralien ab. Los, Gitter. Euer Upgrade ist nun eure Mineralien. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. Zack. Ne, 3, nicht 2. 2 seid immer noch ihr. So. Eigentlich müssen wir jetzt der dritte nehmen. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? So. Zuerst mehr Mineralien ab. Eben noch kurz einen Moment warten, bis wir genug. Okay, da kommt ein Push. Najakar-Mina, unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Nein, alles kennen bis auf dich. Der Feind greift eure Sonnen an. So, mir fehlen leider noch. Ist. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Schade. Noch besser laufen können. Die Templer rücken vor. Ehre den Dalai Lama. Gebt uns einen Auftrag. Eure Forschung wurde abgeschlossen. Wo werden wir gebraucht? Für den Ruhm. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dort eure Sonden die Erstgeborenen werden. Nein, ihr sollt hier hin. Greift eure Sonden an. Du sollst dorthin. Oh, ich habe übrigens 2. Ja, das habe ich bewusst gebaut. Eure Krieger entfachen ihre Kriege. Oh, Chef Kör, kannst du vielleicht einmal. Danke. Forschung abgeschlossen. Ja, ich habe total bewusst 2 Templars Archives gebaut. Ja, alles gut. Also, wir sind gut dabei. So. Muss jetzt hier gleich wieder ein bisschen Defense aufbauen. Aber ansonsten ist das eigentlich alles ganz gut hier. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind mehr Gateways. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Eure Mineralien reichen nicht aus. Und Forsch ist dann auch nicht schlecht. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. So, ihr seid 3. Ich bin hier. Du bist als Mothership Core Defense hier hinten. Und hier vorne unsere primäre Defense. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. So, 3 hier. Okay, primäre Defense. Wir brauchen dich.
mehr Mineralien. In diesem Feld mein Leben schützen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Hallo, könnt ihr euch ein bisschen mehr aufsplitten? Eure Sonden brauchen Schutz. Ja, danke, vielen Dank, Numero 2, dass du mir so geholfen hast. Oh nein, ich habe nicht genügend Energie. Mineralienfeld erschöpft. Natürlich habe ich nicht genügend Energie. War ja klar. Mann, nun habe ich ja nicht genug Energie. In diesem Feld sind keine Mineralien. Bau zuerst mehr Mineralien ab. So, kommst du? Wann kommt der denn? Ist er wieder zurückgeflogen. Kommt der jetzt endlich mal? So, ihr seid jetzt 3. Genug Anti-Drop-Defense. Bau zuerst mehr Mineralien ab. Mein Leben für Ajur. Okay, wir brauchen nirgendwo mehr Worker. Wir sind in einer neuen Base, die wir uns jetzt gleich holen werden. Mein Leben für Ajur. Wir sind das Licht. Das Problem ist, jetzt wird er wahrscheinlich Ghosts haben. Da kommt er in jedem Fall. Ich füge mich. Oh, das ging aber hin. Oh, sieht das wieder Widow Mines. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könnt. Eure Mineralien reichen nicht aus. Mein Leben für. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Ich füge uns der Dunkelheit. So, jetzt aber hier. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Mein Leben für Ajur. Ich werde. Upgrade abgeschlossen. Seid auf mich. Oh, hier ein Ops. Das nein. Spüren. So diene ich. Kalt ist die. Boah, wie der mich aufregt. Wir sind die. Wo ist denn mein Ops? Mein Leben für Ajur. Gibt's doch nicht. Kann ich einfach nur Mars Mines spielen? Offensichtlich halt schon. Ich hab wieder keinen Observer. Nicht genügend Energie. Ich vernahm eure
Wann kommen denn mal die Observer an? Das kann doch nicht wahr sein hier. Hallo? Kommst du jetzt mal? Meine Aufgabe. Ich vernahm Energie unzureichend. In den Kampf! Wir sind das Licht der Kanaan. Eure Arbeit nicht. Mein Leben für Ajur. Ich bin es. Könnt ihr aufhören, bitte in den Tod zu rennen? In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Okay, wir müssen hier rauf. Eure Mineralien, dieser Geysir ist fest. Mein Leben für Ajur! Das müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Mein Leben für Ajur! Enttarn! Wir, unsere Gedanken, sind eins. Ich bin das Hafun-Borekaya. Was ist euer Begehr? Na, endlich mal was, was für mich läuft. Danke, dass du deine eigene Widowmine getötet hast. So. Mein Gott. Mein Gott, was war das denn schon wieder hier? Und mit diesen Worten würde ich sagen, war es das jetzt auf jeden Fall für den ersten Teil. Wir sehen, mit dem normalen Makro-Game konnten wir den Gegner auf jeden Fall schlagen. Der sich hier wirklich an sehr, sehr cheeky Spielstilen probiert. Ne? Mars Widowmine, vorher ewig Liberator. Also das ist ja nicht so schön. An dieser Stelle würde ich aber sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr die nächste Folge klicken und jetzt ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.